Umbrisch-Provenzalischer Markt, Erbelauf, verkaufsoffener Sonntag, Kinderfest und dazu noch ein Energiewendetag und eine Kaffeetafel auf der Platanenallee. Auf die Stadt Tübingen kommt eine ganze Menge an Großveranstaltungen zu. Höhepunkt ist das Wochenende am 17. und 18. September. Doch schon kommende Woche am Mittwoch startet der diesjährige Umbrisch-Provenzalische Markt. Mediterrane Köstlichkeiten aus Aix-en-Provence in Frankreich und Perugia in der italienischen Region Umbrien. Jedes Jahr gegen Ende des Sommers holen Händlerinnen und Händler aus Tübingens südeuropäischen Partnerstädten das Urlaubsgefühl in die Universitätsstadt. 88 Stände sind es in diesem Jahr insgesamt, davon jeweils ungefähr ein Drittel aus Aix-en-Provence, Perugia und Tübingen. Ordnungsamtsleiter Rainer Kaltenmark ist für den Markt und das Verkehrskonzept zuständig. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Markt auch von der Abwechslung lebt. Das heißt, wir haben wieder 5 neue Marktbeschicker da. Einen aus Frankreich, 4 aus Italien, ja, die einfach halt eben auch hier traditionelle Kunst wieder nach Tübingen bringen, aber auch viele, viele Köstlichkeiten aus Aix-en-Provence und aus Perugia. Vor allem die Köstlichkeiten werden wieder rund 100.000 Gäste nach Tübingen locken. Um sie auch vor Ort genießen zu können, gibt es in der Hafengasse jetzt einen eigenen Bereich, wo Bäume, Kräuter und Sitzecken für mediterranes Flair sorgen sollen. Hans-Peter Schwarz von Tübingen erleben. Und wir haben dieses Jahr ganz neu einen italienischen Konditor dabei, eine Pastisseria, die absolute umbrische Spezialitäten, teils mit uralter Tradition, viel Mandelgebäck ist dort dabei und Nougat mitbringt. Also es ist ein sehr, sehr reichhaltiges Angebot aus Italien und Frankreich. Und nicht nur das, am Sonntag gibt's erstmals auf der Neckarinsel auf der Platanenallee eine Kaffeetafel. Visuell wird es schon mal ein absoluter Hingucker. Weiße Tischreihe in der Mitte der Platanen. Es wird biologisch fair gehandelten Kaffee im Ausschank geben. Ist eine Aktion vom Bündnis Müllarmes Tübingen. Da geht es darum, dass wir die Einwegbecherflut vor allem im Coffee-to-go-Bereich eindämmen möchten. Außerdem veranstaltet die Stadt am Samstag, den 17. September, einen Energiewendetag mit Tipps zum Energiesparen im Rahmen der Aktion Tübingen macht blau 2.0. Dann wird auch Umweltminister Franz Untersteller als Gast erwartet. Das Wichtigste aber, der Umbrisch-Provenzalische Markt geht dieses Jahr einen Tag länger. Jörg Romanowski vom Vorstand des Handels- und Gewerbevereins. Der Erfolg der vergangenen Jahre hat uns dazu veranlasst zu sagen, warum soll man so ein schönes Event nur von Donnerstag bis Sonntag machen? Nein, wir machen es einfach einen Tag länger. Wir haben das Ganze mit der Stadt Tübingen abgesprochen, wir haben das auch mit den Gästen abgesprochen und dort war einheitlich die Meinung, ein Tag länger schadet sicherlich nicht und er minimiert auch das Risiko, falls mal regnet, falls mal ein Tag schlecht ist. Deshalb beginnt der Umbrisch-Provenzalische Markt bereits am Mittwoch kommender Woche und geht dann über 5 Tage bis einschließlich Sonntag.